So, willkommen zurück in Minecraft. Ich war gerade sehr schlau. Ich habe nämlich 7 Minuten rumgequatscht, ohne aufzunehmen. Hey, Ton habe ich aufgenommen, Video nicht. Das ist total schön. Deswegen so ein paar Sachen habe ich gerade gemacht. Bin einmal mit der Zugstrecke hier gefahren. Das heißt, ich habe die nochmal getestet, ob die funktioniert. Hat anscheinend, ist anscheinend der Fall. Ich habe ein bisschen mich gewundert, dass das Spiel mittlerweile... Dass das Spiel glaubt, ich würde das jetzt zum ersten Mal spielen, weil es mir Tutorials und sowas angezeigt hat, was mich ein bisschen irritiert hat. Und ich habe noch eine andere Sache gemacht. Und zwar, auf der Seite dieser Ausbau war auch 3 Felder breit, jetzt ist es mittlerweile 4 Felder. Und ich habe mich gewundert, dass das, oder ich fand's, ich habe es auf 4 gemacht, weil dahinter die Wand halt auch 4 breit ist. Das heißt, auch da, die Säulen sind quasi, dazwischen ist auch 4 Felder frei. Allerdings habe ich mich dann gewundert, von wegen, es ist ein versetzt, leider nach außen. Man sieht, da ist das. Das andere geht dann hier vorne weiter. Und dann habe ich mich gewundert, oder hatte ich überlegt, ob ich das kurz rüberziehe. Dann habe ich festgestellt, hey, Moment, auf der anderen Seite ist es genau andersrum. Das liegt daran, dass der Eingangsbereich hier, dass der halt in der Mitte 6 Felder frei hat und nicht nur 4. Deswegen kann ich das überhaupt nicht hier entsprechend angleichen. So, das geht nicht. Geht leider nicht. Und eine Sache, die ich noch gemacht habe, ist, versehentlich 51 Steinknöpfe herzustellen. Ich wollte eigentlich Steinziegel haben, aber ich habe mich verdrückt. Im Sinne von, ich habe nicht 2x2 unbehauene Steine nebeneinander gehauen und dann gedrückt, sondern einfach einen. Das waren halt zufällig, hier, ne, von den Steinen. Das waren dann halt zufällig 51 Stück, die da halt rumlagen. Tja, deswegen habe ich spontan was zum Einschmelzen geschickt hier. Total schön, total sinnvoll und jetzt fülle ich da gerade mal ein bisschen Ebene auf, da oben. Dass wir da so meine Fläche bekommen, ein bisschen den Eindruck kriegen, wie das hier wohl weitergehen könnte. Ich finde es vom Format her auch gerade mal ganz gut. Es ist nicht so ewig viel Platz hier zwischen. Man kann jetzt nicht hier einen ewig schicken Brunnen und sowas reinbauen, aber das ist auch gar nicht der Plan gewesen. Das soll halt schon noch ein bisschen dichter dran sein hier, an dem ganzen Geschehen unten, dass es gar nicht mal so ewig weit auseinander ist. Nicht von wegen, oh, wir haben jetzt hier einen extra großen Vorhof und was weiß ich was, was hier alles noch passieren wird. Dass es nicht so ein Schnickschnackladen wird hier. So ein Etepetete-Zeug hier. Das war jetzt nicht unbedingt halt der Plan. So. Ich weiß noch nicht, wie ich das da drinnen füllen möchte. Man könnte da auch Holz reinhauen. Falls man wollte. Oder einfach auch die anderen Steine hier. Ich sollte mir wahrscheinlich was überlegen, jetzt wo ich da entsprechend... Jetzt mache ich es ordentlich so. Wo ich entsprechend hier jetzt ein paar Mittel habe. Das ist noch falsch. Das ist auch falsch. So. Das heißt, was habe ich denn hier? 1, 2, 3. Ich mache das auch mal aus den Teilen noch. Ich ziehe die einfach mal gerade erstmal rüber. Wer weiß, wie sich das noch verändert im Laufe der Zeit. Falls überhaupt... 1, 2, 3, 4, 5. So, natürlich komme ich da jetzt nicht mehr hoch. Ich bin schlau. Kann ich gut. So. 4. Das wären jetzt die 5, ne? Ist egal. Mach ich das so. So. Ich glaube, wesentlich mehr. Au. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht macht man noch einen ran. Dass man da so ein bisschen was zeigen kann. 3, 4, 5. Müsste. Ach, schade, dass ich eben nicht aufgenommen habe. Es war gar nicht mal so schlecht. Es war vor allem einigermaßen lustig. Und jetzt ist es total unlustig. Oh nein, wir haben es alle verpasst. Sieht immer noch schick aus. Auch mit dem Untergang hier. Es hat schon was. So, machen wir da ein paar von. 32 Stück. Ich sollte mich trotzdem ins Bettelein hauen. Dass wir hier so ein bisschen, ne, dass hier nicht alles plötzlich gleich voller Monster ist. Ich erinnere mich noch daran, dass... Da siehst du mal. Da, Fortschritt. Fantastisch. Ich erinnere mich noch daran, als ich das erste, allererste Mal Minecraft gespielt habe. Tja, ich hatte da noch Schwierigkeiten mit den Gegnern. Sagen wir es mal so, ich habe natürlich nichts erreicht innerhalb des ersten Tages. Also gar nichts, also wirklich nichts. Ich habe vielleicht einen Sandblock abgebaut und mir irgendwie so einen kleinen Erdverschlag gemacht, aber das war es dann schon. Und entsprechend die erste Nacht war ein bisschen böse, weil da plötzlich, ich war in einer Sandwüstengegend. und dann waren halt plötzlich so ein paar Skelette und Zombies und Creeper.
halt nichts an Wald, nichts zum Verstecken, überhaupt nichts. Und das war dann ein bisschen böse. Ich bin sehr schnell gestorben. Und sehr intensiv gestorben vor allem. Dann hatte ich erstmal spontan keinen Bock mehr. Ging damals einigermaßen flott. Aber wenn das halt so ist, man ist spontan sehr überfordert. Hat noch keine Spiele in der Art gespielt vorher sonst. Das ist dann schon mal eher uncool, wenn man dann plötzlich feststellt, hey Moment, irgendwas geht hier gerade mal sehr schief. So, das wird auch nie mehr gräsern werden hier, das ist schön. Ich überlege auch ein bisschen, ob ich das da Steine nach unten erweitern sollte. Wäre, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Dass man sagt, hier komm, hier sind Steine. Bombs, Bombs. Oh, hehe, kein Bombs mehr, verdammt. Hat sie ausgebombst. Dass man das einfach mal so fortsetzt hier. Das wäre auch nicht verkehrt, glaube ich. Hier drunter können wir das dann auch noch steinern machen. So als Idee jetzt, ne, wenn man das so machen wollte hier. Ich weiß halt noch nicht, wie das hier drunter dann überhaupt aussehen soll und würde. Inwiefern das hier überhaupt so ähnlich wie jetzt bleibt überhaupt. Ich weiß es noch ehrlich gesagt gar nicht. Würde ich sagen, wenn man das hier weiter fortführt, ne? Es ist ja eh dann die Ebene quasi, auf der das dann sein würde und sollte. Vermutlich. Es wird sich ja zeigen, wie ich das hier fortführe. Oder auch nicht eben. Ah, das kann auch sein, dass das nachher nochmal wieder wegkommt. Und irgendwas muss hier noch rein. Man kann ja auch Glas reinbauen vielleicht. Das wäre total geil. Hätte man hier halt so ein paar Schaufenster drin. Das hätte was. Ja, sieht aber gar nicht mal schlecht aus. Ist... Kann man machen. Doch, sollte erstmal okay sein. Man kann es aber trotzdem noch stellenweise nach unten ziehen. Und dann vielleicht auch noch einen Bogen da reinbauen. Dass man hier dann irgendwann irgendwas sowas macht hier. So. Das hier ein bisschen runterziehen. Dass man hier dann irgendwie tatsächlich nochmal so ein bisschen noch mehr Durchgänge und sowas macht. Das wäre total crazy. Da drin, dahinter dann nochmal irgendwie so wie jetzt im Prinzip, so ein, zwei Meterchen frei. Ich weiß es nicht. Ist ja auch eine Variante. Es würde zumindest zu dem Stil passen, was wir oben an der Burg auch gemacht haben, darunter. Das sah an der Stelle ja doch einigermaßen, oder es sieht doch recht ähnlich aus. Zumindest ein paar Konstanten hier. In dieser Welt. Könnte man machen, also wäre eine Idee. Ne? Wäre eine Idee. Müsste ich mal gucken, ob sich das quasi lohnt. Oder zumindest ein Eingang hier. Muss ja nicht überall sein. Kann man auch hier einmal machen. Und hier drinnen quasi nochmal einen Schuppen haben oder sowas. So als grobe Idee. Und das werde ich nochmal hier richtig machen. Das sind nämlich immer noch nur drei. So. Hat sich das entdreit und zerviert. Fantastisch. Ich habe nicht meine Ahnung, wo mein Rezeptbuch ist. Ich soll da mal reingucken, weil ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich total aus mit dem Spiel. Schön. Rezept hoch, würde ich mal sagen. Fortschritte. Ist es mein das Abenteuer? Okay. Entdecke alle Biome. Hab 36 Stück? Ernsthaft? Abenteuerforschung und Kampf. Träumen was Schönes, ja. Okay. Ich habe. Ist es mein Rezeptbuch hier? Nein. Aha. Ja, keine Ahnung. Irgendwo wird es schon sein. Das gab's halt früher. Damals, zu meiner Zeit, gab's das nicht. Damals vor Jahrhunderten. Hey, Klatsch. Ich muss auch meine Rüstung mal reparieren. Die leidet ein bisschen. Habe ich auch sehr lange nicht mehr gemacht. Und auch begrenzt viel Ahnung, wie das noch genau ging. Muss ich mal gucken. Habe ich echt nicht mehr so wahnsinnig viel Ahnung von. Was ich da denn alles brauche und was nicht. Muss ich tatsächlich mal nachschauen. So, flop. Das könnte man dann, wenn das hier, das sind dann 1, 2, 3, 4. Heißt, hier vorne wäre das dann nochmal, oder was?
Das reicht dann aber auch, ne? Für dieses Anwesen. Für dieses irgendwas. Was auch immer das genau wird. Das sollte absolut reichen. Mehr gibt es aber nicht. Nachher wird es noch extra groß hier. Das geht ja nicht. Nachher bildet man sich noch was ein, wenn man hier wohnt. Oder hier ist. So, da komme ich nicht hin. Verdammt. Schwupps. Einbilden soll man sich hier genau gar nichts. Hi. Der bildet sich auch ein, dass er mir irgendwas tun kann. Ist das jetzt auf... Option? Ja, ist ja gut. Monsterjäger. Schwierigkeit normal. Okay. Das war vorhin nämlich auch nochmal umgestellt auf leicht. Tja, aber leicht. Was ist das schon für eine Herausforderung für einen echten... Für einen echten Rahmen. Weiß ich nicht, wahrscheinlich wäre ich trotzdem gestorben. Na, so ganz schlimm ist es nicht. Wenn man erstmal so eine gewisse Ausrüstung hat und schon mal den einen oder anderen Kampf hinter sich gebracht hat, dann geht's dann ja. Jetzt fehlt mir eine Treppe, ne? Ernsthaft? Fantastisch. Ich kann halt nur nicht eine herstellen. So, halt, Moment. Fantastisch. Das gute alte Sprungbauen. Man muss immer sehr viel Hoffnung haben, dass man überhaupt trifft. Aber man kann ja alles wieder abbauen, das ist der schöne Teil. Bis auf Glas. Und Eis. Selber, man hat halt entsprechendes Zeug dabei. Ja, sieht auch okay aus. Weiter würde ich das gar nicht machen. Das kann ruhig sehr natürlich da bleiben. Das ist schon... Au. Klappt. Läuft. Ich kann das... Doch, das passt schon. Vom Format her. Ich würde nur gerne mal andere Steine benutzen. Aber andere Steine müsste ich erstmal gucken, was ich da denn nehmen wollte. Doch, das sieht okay aus. Wahrscheinlich alles aus Quarz bauen. Das wird total schön. Das alles besorgen. Das wird lustig. Das wird sehr lustig. Okay. Ich könnte das quasi jetzt einfach so fortsetzen hier. Ich müsste für die Mitte mir noch was anderes überlegen. In der Mitte darf das gerne noch ein ganzes Stück höher werden. Das wird schön. Das wird tatsächlich ein ziemlich hohes Haus werden. Und tatsächlich damit auch ein bisschen größer. Ich glaube, das wird gut. Und ich glaube, weiter hier raus möchte ich das gerade überhaupt nicht haben. Das reicht mir, glaube ich. An der anderen Seite ginge das vielleicht... wobei, selbst da müsste das nicht weiter raus. Vom Format her dürfte das fast sogar passen. Wenn es noch größer wird, wird es, glaube ich... Weiß ich nicht. Zum einen sieht es dann, wenn ich das hier erweitere, zu symmetrisch aus. Zum anderen, das wird ein riesiger Klopper dann halt werden, ne? Das ist ja dann einigermaßen Quatsch. Hier kann ich noch Schafe züchten. Hallo. Hallo. Na, Mieze bei uns. Ah, ne, falsches Tier. Hier muss man noch irgendwas drauf machen. Hier muss noch ein schöner Garten dann oben drauf, ne? Hier so ein kleiner... Dass man hier in der ersten Etage dann oben rauf gehen kann. Und hier so eine kleine Sitzecke hat oder schön kleinen Teich oder sowas. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Das hätte, glaube ich, was. Holz. Eichenholz. Ich habe es einfach gerade durchgezogen hier, ne? Ja. So ziemlich... Dass das dann quasi auch von innen aus die Verkleidung wäre hier. Passt das zumindest. Ja, wie das hier genau dann weitergeht, ich weiß noch nicht so ganz. Ich mach's erstmal provisorisch ein bisschen. Wie auch immer das ging hier. Einfach in der Mitte gerade. Ja, ich würde es gerne mit irgendwelchen, oder wahrscheinlich würde ich es mit irgendwelchen Bögen und sowas machen. Allerdings klappen dann da die Fenster nicht mehr so ganz. Das ist immer uncool. Das macht nicht allzu viel Spaß dann. Ich komme da... Nö, doch, ich komme da hoch. Wäre auch sehr umständlich. Gleich falle ich hier wieder runter. Na, so, fantastisch. Ich baue das hier einfach mal tatsächlich erstmal voll, dass es zumindest geschlossen ist von vorne. Und Details und das alles kommt dann natürlich später noch. Das ist noch nicht die Höhe. So. Hier auch, ne? Zack, zack.
Zack. Da geht's dann ganz nach draußen, oder wie ist das? Was habe ich mir da ausgedacht? Tatsächlich. Hä? Ich komme da nicht ran. Da hilft wieder Gerüsterde. Und natürlich ist jetzt ein bisschen nächtlich hier. Das ist aber keine schöne Gerüsterde. Das ist gar nicht mal schlecht, dass das so weit übersteht. Das finde ich gerade mal... Habe ich mir fast was bei gedacht. Dass das überhaupt vorkommt. Meine Herren. Als hätte ich nachgedacht. Wurde mir zumindest ein fesches Design hier überlegt. Eins, wahrscheinlich zwei, ne? Genau. Ah, es geht. Das sieht gut aus. Bei der Größe des Hauses muss es auch ein bisschen übertriebener sein. Machen wir Fackeln hier überall ran. Darunter sieht das Quatsch aus. Dann, so. Perfekte Höhe. Läuft. Kann man auch mit Glowstones machen. Dass man die Glowstones vielleicht hier drunter packt oder so. Also statt dem Ding. Dass man das quasi so leicht angebaumelt da hängen hat. So. Fantastisch. Haus fertig, würde ich sagen. Nee, nicht direkt. Aber es passt. Es passt. Gefällt mir gut. Wobei, jetzt wahrscheinlich sieht es dann komisch aus, wenn es echt nur eine. Nur ein Dings ist. Ich kann ja quasi hier was anderes außen ranbauen, dass es trotzdem noch ein Stück nach da weitergeht. Aber halt nicht in dem Format, genau in dem Stil. Und ich bin fast dafür, dass ich die Haltestelle nochmal einen darüber ziehe. Das würde zumindest auch hier von dem Zeug passen, wenn man das hier noch fortsetzen wollte. Das ist, glaube ich, auch nicht komplett verkehrt. Mach ich das mal weg hier spontan. So. Kann das natürlich alles hier ein bisschen abgeschrägt werden, dass man da auch hochkommt. Fantastisch. Ich sollte wieder pennen. Ich brauche ja mal ein Bett. Genau, das sieht halt so eng aus. Ja, das sieht echt eng aus. Das heißt, ich hau das noch einmal hier rüber. Das heißt, ich muss das auch alles hier einen nach oben. Na, wobei, ich muss es nicht nach oben ziehen. Ich kann hier einfach das einmal schräg da rumwerfen. Das kommt hier weg. Eine runter. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich notwendig ist, hier zwei Stück davon zu haben. Aber bisher hat es nicht geschadet. Von daher. Passt. So. Einer reicht, ne? Können wir einen Holzblock? Na, wobei, da können wir einen Baumstamm draus machen. Am besten noch ein liegender Baumstamm. Machen wir es mal so. Sollte auch funktionieren. Achso, ich kann natürlich einen von meinen vielen, vielen Steinknöpfen nehmen. Haben die doch einen Sinn, dass ich das 51 Stück von gemacht habe? Ich brenne übrigens. Au. Das heißt, ich... Hau da diesen wunderschönen Knopf ran. Und verpiesel mich hier mal so. Wobei, halt mal. Weh, das Ding fällt weg. Weh, mich haut jemand. Da ist er. Mich haut nicht einer, sondern mehrere. Yay, Erfahrung. Ich bekomme so wenig davon jetzt. Weil, warum auch, ne? Haben wir schon genug. Machen wir hier ein bisschen Gras rein. Zack, zack. Ist doch schön hier. Das ist besser so. Ich muss auch ein Fäckelchen nennen. So. Yay. Ich glaube, ich mache das dann nochmal, dass es gerade durchgeht und nicht runtergeht. Vielleicht sollte ich die Strecke mal ausleuchten. So ein ganz kleines bisschen. Hätte was. Zaun rum will ich nicht. Das wäre mir zu viel Aufwand. Achso, ich gehe direkt mal weiter. Halt, wenn ich den kann. Der hat spontan meine Karre zerschossen und mir wieder gegeben. Das ist toll. Wo ist eigentlich mein Bogen hin? Habe ich nicht einen Bogen gehabt? Ich habe einen Bogen. Fantastisch. Der gar nicht mal so... Wobei, doch, der ist gut. Gut genug. Ich würde sagen, gut genug. Ist hier noch jemand? Nee, ich hoffe mal nicht.